Der Vogel der Woche. Heute das Haushuhn. Galloparvo clubionis. Utz, 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 schallt es mit 135 Beats per Minute aus dem Haushühnerstall. Dies kann nur eins bedeuten, nämlich jenes, dass eine Haushenne mal wieder erfolgreich ein Ei gelegt hat. Jedes Mal, wenn das passiert, ticken die Tiere kollektiv für 1 bis 2 Stunden aus und verwandeln den Stallboden in ein zuckendes und brodelndes Leibermeer. Zwischendurch kräht ein Junghahn oder auch mal eine Junghenne, yeah, yeah, was dann wie ein funkelnder Triller über dem stampfenden Beat schwebt. Haushühner sind sehr bunte Vögel mit relativ sparsamem Gefieder. An ihren Oberkörpern sind sie oftmals völlig nackt, was nicht auf Verhaltensschäden durch die qualvolle Enge im Stall zurückzuführen ist, sondern zu dieser Vogelart einfach genauso dazugehört wie eingewachsene Metallgegenstände in allen möglichen Körperteilen. Setzt man Haushühner auf eine schöne, artgerechte grüne Wiese, wo sie sich frei entfalten und picken und scharren können, ganz wie es der Hühner übliches Gebaren, so wird man sich schnell mit dem allerseltsamsten Verhalten konfrontiert sehen, nämlich dem, dass die Tiere merkwürdig stumm, eins nach dem anderen verstohlen wieder im Stall verschwinden. Nach ungefähr einer Viertelstunde wird das altvertraute Utz, Utz, Utz erneut anheben und die Luft im Schuppen zum Brennen bringen.